Eines steht doch wohl fest, Gespenster gibt's nicht. Trotzdem gibt es manchmal merkwürdige Dinge, die man sich zunächst überhaupt nicht erklären kann. Der alten Frau Reiniger geht das so. Sie hat ein kleines Gartenhäuschen in einer Heimgartensiedlung und fast jede Nacht hört sie recht eigentümliche Geräusche im Dachstuhl. Sie kommt trotz aller Bemühungen nicht dahinter, woher das kommen könnte, und nun ist sie so durcheinander, dass sie nicht mehr wagt, dort zu übernachten. Sie hat ihre Not auch dem Mechanikermeister Schmidt geklagt, und dem fiel wiederum der Meister Eder ein. Hatte der nicht schon oft recht seltsame Geschichten von einem Kobold erzählt? Und war da nicht neulich beim Spanferkelessen auch so etwas Merkwürdiges gewesen? Kurz entschlossen ging er zu seinem Freund Eder. Vielleicht wusste der bei seltsamen Dingen besser Rat als sonst wer. Er begann das Gespräch ohne Umschweife. Du, sag mal, Franz, du hast doch einen Kobold. Schorsch, dort drüber rede ich nicht gern. Ja, ich weiß schon, wir haben dich ausgelacht. Aber glaub mir, es gibt schon komische Sachen. So. Wie denkst du eigentlich über Gespenster? Geh, lass mich doch mit dem Schmarrn in Ruhe. Nein, nein, das ist kein Schmarrn. Du, bei der Frau Reinicke geistert's. Weißt du, es ist die alte Frau in der Siedlung, die so krumm geht, bei der ist wirklich was Seltsames. Ja, und warum erzählst du mir das? Ja, weil ich mir denkt hab, dass du da vielleicht eine Erklärung weißt, wo du doch also sozusagen Erfahrung hast, nicht wahr? Ich mein, wenn man schon... George, versuche nicht, mich auf den Arm zu nehmen. Darauf falle ich nicht rein. Nein, im Ernst, Ehrenwort. Weißt, man müsste dahinter kommen, was da los ist. Die alte Frau tut mir so leid. Der ist die ganze Freude an ihrem Heißen verdorben. Wenn halt Meißer oder Ratzen oder sowas. Nein, Viecher sind Spenster sind es jedenfalls auch nicht, weil es so ein Blödsinn nicht gibt. Und wenn es ein Kobold wäre? Könnte das sein? Ja, du wärst doch Spezialist. Schorsch, lass das. Meinst, ich merke nicht, dass ihr euch bloß auf meine Kosten Spaß machen wollt? Ich bin ja nicht deppert, nicht? Franz, es tut mir leid, dass wir dich ausgelacht haben, aber diesmal ist kein Spaß. Franz, darf ich dir Frau Reinicke herschicken? Also ich verspreche mir gar nichts davon. Ich schick's her. Hör dir von ihr die Geschichte selber auf. Von mir aus. Aber Hoffnungen brauchst du keine machen, gell? Der Meister Eder war recht zugeknöpft, verständlicherweise. Der Pumuckl dagegen war der Sache gegenüber sehr aufgeschlossen. Kaum war der Spenglermeister gegangen, hüpfte der Kobold mit einem Riesensatz auf die Hobelbank und rief. Du, und wenn es ein Kobold wäre, also ein zweiter Kobold, vielleicht eine Frau Kobold, also eine Koboldine, die einen Herrn Kobold sucht, also du, das wäre ein Spaß. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Spaß wäre. Ein so ein kleiner Nixnutz wie du reicht mir eigentlich. Ich bin kein kleiner Nichtsnutz, sondern ich bin ein großer Nutz. Mhm. Ich bin einer der größten Nutze, die es gibt. Ja, jawohl. Ja, ist schon gut, Pumuckl, da fang dich wieder. Jawohl, ich bin aber ein Nutz. Aber was das auch immer sein mag, es ist ganz bestimmt ganz einfach zu erklären. Ich möchte schwören, das sind Hasel oder Fledermäus oder irgendein Viechzeug. Ja, aber dann könnte es doch gar nichts schaden, wenn wir uns diese Flederhasenmäuse mal anschauen. Vielleicht nehmen wir dann einen von diesen Hasen mit. Na. Und dann geistern wir hier im Dachstuhl. Ja, das ging mir gerade noch ab. Und mir geht es auch ab, wenn es uns allen beiden abgeht. Und dann holen wir eben so einen Flederhasen. Fledermaus heißt... Fledermaus. Komm, die müssen wir sofort holen. Das Wort ist ja schon so geisterig, so. Da muss ich dich enttäuschen. Warum? In so komische Sachen misch ich mich nicht gern ein. Aber ich misch mich da sehr gerne ein. Ich bin ein Einmischkobold, jawohl. Ein Einmisch und ein Mitmisch und ein Aufmischkobold bin ich. Den guten Vorsatz, sich nicht einzumischen, hat der Meister Eder doch umgestoßen, als tatsächlich nachmittags die alte Frau Reinicke in die Werkstatt kam. Der Herr Schmidt hat gesagt, ich soll Ihnen erzählen, was los ist. Vielleicht könnten Sie helfen. Ja, das weiß ich nicht, ob ich das kann. Ja, ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Mein Heisel war mein einziger Freund. Ja, Heisel ist immer ein Freund. So oft es nur gegangen ist, bin ich raus seit 20 Jahren. Aber jetzt ist mir alles verleidet. Ja, aber das muss sich doch alles aufklären lassen, Frau Reinicke. Das haben wir ja auch gedacht. Ich habe alles abgesucht. Ja, und? Nachts. Immer so um die gleiche Zeit, da fängt's an. Was fängt an? Es tut, wie wenn jemand mit blechernen Schwertern aufeinander hauen tät. Oder
wie wenn Blechbüchsen geschmissen werden. Grausam, sage ich einer. Ja, wo tut denn das so? Ja, es muss irgendwo unterm Dach sein. So, unterm Dach? Der Herr Schmidt hat sich schon auf die Lauer gelegt. Mhm. Aber nix. Und kaum war er weg, da ist losgegangen. Ja, vielleicht erlaubt sich da jemand einen schlechten Scherz. Ich hab rings ums Haus alles sauber gekarrt, sodass man jeden Fußtritt sehen muss. Nix war zu sehen. Ja, aber wenn ich mich genauso auf die Lauer lege wie der Herr Schmidt, dann kann es doch sein, dass sich genauso wenig rührt wie bei ihm. Der Herr Schmidt hat gesagt, was hat der Herr Schmidt gesagt? Dass Sie einen unsichtbaren Geist... Ach, das ist doch Unsinn, so daherzureden. Das werden Sie doch hoffentlich nicht glauben. Ich glaube jetzt schon an alles. Herr Eder, könnten Sie nicht am nächsten Samstag, Sonntag einmal draußen schlafen? Was ich draußen schlafen? Was bringt denn das? Naja, wenn Sie meinen... Der hat Ihnen die Schlüssel da lassen. Bitteschön. Ja, also von mir aus, ja. Schauen Sie, mir ist das ganze Leben verdorben, wenn das so weitergeht. Ich hab bloß meinen Garten und mein Häusl. Das ist meine einzige Freude. Also, geben Sie die Schlüssel her. Ja, bitteschön. Der Geschichte werden wir schon auf die Spur kommen. So kam's, dass der Meister Eder mit seinem Pumuckl am Samstag in das Gartenhäusl zog. Es war ein strahlender Tag und wirklich ein Vergnügen, ein wenig im Grünen zu sein. Nachmittags spielte er mit dem Spenglermeister und noch ein paar Heimgartenbesitzern ein wenig Karten. Dann, als es dunkel wurde, verabschiedete er sich. Er aß mit dem Pumuckl gemütlich Abendbrot, las ein bisschen in der Zeitung und wurde allmählich rechtschaffen müde. So, Pumuckl, jetzt machen wir's Licht aus. Jetzt braucht das Gespenst bloß noch kommen. Oh, hoffentlich traut er sich auch herein, wenn wir hier sind. Wer er? Weiß ich ja nicht. Also der Blech-Aufeinanderhaue-Mann. Bis jetzt habe ich noch niemand entdeckt, obwohl ich überall herumgeklettert bin. Auf dem Dach, unter dem Dach, sogar in zwei Mauselöcher im Garten habe ich hineingeguckt. Nicht mal eine Maus ist da, also ganz zu schweigen von einer Fledermaus. Ja, wir sehen, dass er weiterhin nichts da ist. Ja, soll ich jetzt vielleicht ein ganz leises Gespensterwarte-Gedicht machen? Oder ein Gespensterwarte-Lied singen? Aber leise. Ja. Vor dem Fenster sitzen Gespenster und ein jeder hat eine Fledermaus. Was war das? Mit dem Nachbargarten gewesen sein. Das ist hier am Haus. Sei still. Da, das ist auf dem Dachboden, ganz bestimmt. Das könnte durchaus das Geräusch sein, das Frau Reinicke meint. Wo ist meine Taschenlampe? Da, auf dem Tisch. Herrschaftszeiten, jetzt habe ich das Bierglas runtergeschmissen. So was Blödes. Hoi. Komm, Pumuckl, rauf auf den Dachboden. Da hin. Vorsichtig. Psst. Dass uns das Gespenst nicht hört. Dass uns das Gespenst nicht hört. Da hinten aus der Ecke kommt's. Na, da ist nix. Ist wer da? Hallo? Da ist überhaupt nix. Oder siehst du was? Nein. Nicht mal was Unsichtbares sehe ich. Hallo, ist wer da? Das kommt von draußen. Das muss irgendwas außen am Dach sein. Komm, Pumuckl, schauen wir nach im Garten. Aber auch im Garten war nichts zu sehen. Auf dem frisch gerechten Weg keine Fußspur und das Geräusch verstummt. Es war jetzt eine ganz stille, sternenklare Nacht. Der Meister Eder und sein Pumuckl gingen im Garten auf und ab, leuchteten mit der Taschenlampe alles ab. Nichts. Es war wirklich ein wenig unheimlich. Schließlich blieb ihnen nichts anderes übrig, als ins Bett zu gehen. Der Meister Eder schlief nicht sehr gut, denn manchmal schreckte er auf, weil er glaubte, irgendetwas scheppern zu hören. Am nächsten Morgen kam natürlich gleich in der Früh der Freund Schmidt vorbei, aber sie fanden auch beim gemeinsamen Suchen nichts. Der Pumuckl war höchst ärgerlich über die ganze Geschichte. Sobald er aufgewacht war, begann er zu suchen. Und er suchte den ganzen Morgen. Und weil er auch von oben auf das Dach des Häuschens schauen wollte, kletterte er auf einen Baum,
der hinter dem Haus, aber schon außerhalb des Grundstücks stand. Es war eine mächtige Eiche, deren Äste das Häuschen fast berührten. Und wie er sich da auf den Ast schwang, der dem Haus am nächsten war, fing es zu scheppern an. Genauso zu scheppern wie in der Nacht. Oh, das ist doch... Das war doch gerade das Gleiche wie... Ganz stillhalten, ganz stillhalten. Aha, aha, aha. Wenn ich mich stillhalte, ist es auch still. Und wenn ich mich nicht stillhalte, also wenn ich auf dem Ast schaukle, dann... Aha, aha, aha. Beim Schaukeln scheppert's und beim Nichtschaukeln scheppert's nicht. Aha, aha, aha. Da muss was sein. Ja, da ist doch was. Eine feine, durchsichtige Schnur ist da. Ein Dingsfaden. Ein Glasfaden. Ah, der ist am Ast festgebunden und geht zur Dachrinne und von da... Moment mal. Von da an die Dachtraufe. Und wenn man an der Schnur zieht... Ah, ich hab's! Ich hab das Blechgespenst! Humucke, was machst denn da für Geschepper? Ja, hörst du's denn nicht? Ich hab das Gespenst! Feilgrad, das ja, ist das Gerät. Ich hab es! Du, warte, ich steig mit der Leiter nach. Bleib unten, bleib lieber unten, sonst brichst du dir noch die Ohren. Ja. Da, schau, siehst du den durchsichtigen Faden? Ja, das ist ein Perlonfaden. Ja, und dieser Prillonfaden, der ist am Baumast festgemacht und hier an einer Blechbüchse. Und wenn man den Ast vom Baum schüttelt, also so, dann scheppert die Büchse in der Regenblechröhrung. Ja, gibt's denn sowas? Ich hab das entdeckt. Hört sich doch alles auf. Ja, da hört sich alles auf. Ja, ich hab mir schon gedacht, dass sich dir jemand einen schlechten Scherz erlaubt hat. Ja, so was. Hab ich dir nicht gesagt, dass ich ein Nutz bin? Also die durchsichtige Schnur, die hättest du mit deinen Augen, deinen Augen hättest du dich ja nie gesehen. Also wenn der Pumuckl nicht auf den Baum gestiegen wäre. Ja, nie. Ja, das muss ich zugeben. Das musst du zugeben. Ja. Ich hab's gefunden. Schuhe kann man auf die Entfernung gar nicht sehen. Du nicht. Ich schon. Ja, raffiniert. Das scheppert, wenn der Wind geht und sich der Ast bewegt. Ja, und das scheppert, wenn man sich auf den Ast setzt und an der Schnur zieht. Solche Gemeinheit. Ja, gibt's denn sowas? Ich bin ein Nutz. Ich bin der allergrößte Nutz. Sei statt, der Schorsch kommt. Was ist? Hast du es gefunden? Ja, ein Blechbüchsen an einer Perlenschnur. Schaut dir das nur an. Ja, sowas. Ja, wer macht denn sowas? Wer hast denn die Schnur überhaupt gesehen? Ich hab da auch schon den Baum in Verdacht gehabt, aber die Schnur hätte ich nie gesehen. Ja, weißt, mein Kobold hat halt bessere Augen als wir zwei. Hast recht, nimm ihn noch hoch. Ja, ich hab wirklich schon angefangen, an Gespenster und Kobold zu glauben. Was, bist jetzt du an die Schnur gekommen? Nein, mein Kobold, der mag das nämlich nicht, wenn ihn jemand mit Gespenster in einem Atemzug nennt. Ach so, ja, na, bitte halt vielmals um Entschuldigung. Du weißt, was ich glaub? Was? Das Ganze ist ein Lausbubenstreich. Und wenn ich mich recht erinnere, ist Frau Reinecke schon einmal wegen zwei so Lauser in die Schule gegangen und hat sich beschwert. So, zwei Lausbuben. Ja, das kriegt man schon raus. Am Nachmittag ist Frau Reinecke gekommen, um sich zu erkundigen, wie es dem Meister Eder ergangen war. Sie hat nicht wenig gestaunt über die boshafte Konstruktion in der Regentraufe. Jetzt sagen's bloß, wer sich das ausgedacht haben kann. Der Schorsch meint, es könnten zwei Buben sein, mit denen sie schon mal einen Krach gehabt haben. Ja, der Otto und der Ludwig, die haben ja immer Hex, alte Hex nachgeschrien. So, alte Hex, aha. Bis man's dumm geworden ist. Da bin ich in Schuld. Aha, dann werden's schon die zwei sein. Ja, aber es können andere auch sein. Sie wissen schon, Kinder können schon recht böse sein. Geben Sie Obacht, Frau Reinecke. Heute Nacht bleiben Sie im Haus. Gegen Abend, da gehen Sie durch die ganze Heimgartensiedlung, damit jeder sieht, dass Sie da sind. Ich verdrück mich. Aber ich stehe in der Dunkelheit hinterm Busch, in der Nähe von dem Baum und warte, was geschieht. Sie brauchen Ihnen nicht zu fürchten. Aber
wenn sie die Burm stellen, nachher denken sie sich das nächste Mal noch was Schlimmes. Keine Angst, die stehen nichts mehr an. So wahr ich Eder heiß. Ist ja eine Gemeinheit, einer alten Frau so Angst einzujagen. Oh mein, oh mein. Hätte das eine Aufregung werden. Mei, oh mei, oh mei. Nimm ich das auf. Aber Frau Reinicke, Sie brauchen ja nicht aufregen. Das kriegen wir schon. Nicht nur Frau Reinicke fand das aufregend, auch der Pumuckl. Hinter der Heimgartensiedlung ist ein kleiner Wald und in dem gingen der Meister Eder und der Kobold in der Dämmerung spazieren, um sich dann bei Dunkelheit hinter dem Busch verstecken zu können. Bei diesem Spaziergang sagte der Pumuckl plötzlich: Schau, was ich da habe! Ja, was hast denn? Nadeln, also Stecknadeln. Eine ganze Handvoll habe ich mitgenommen. Die waren in einem kleinen Nadelkissen. Mhm, und so was brauchst du? Die brauche ich, ja. Die brauche ich zum Stecken, zum Pieksen, zum Stechen. Mhm. Also wenn die Buben auf dem Baum sitzen und an der Schnur ziehen, dann mach ich Pieks und die Buben machen Quieks. Und das reimt sich sogar. Und immer wieder mache ich das. Und dann hüpfen die wie die Flöhe vom Baum und direkt in deine Arme. Und ich mache dann Wuhu! Damit sie sich auch mal vor Gespenstern fürchten. Das ist ein feiner Plan. Das ist ein Nutzungsplan. Ein Pieks-Nutzplan ist das. Ja. Und weißt du, wenn es eine ganze Bande ist, die auf dich losgeht, dann stech ich jeden, der losgeht. Und dann hört er gleich das Losgehen auf und fängt zu schreien an, weil ihm Nadeln in der Haut stecken. Nein. Nein, Pumuckl, das tust du nicht. Doch, das tue ich. Weil die sonst meinen, ich hätte es gestochen. Das ist eine Körperverletzung. Das darf man nicht. Am Baum oben ist das was anderes. Da kann es sein, irgendwelche Dornen gelangt haben. Ne? Aber wachsen denn Dornen auf einem Eichbaum? Ja, eigentlich nicht. Die einzigen Dornen, die es da gibt, die wachsen ja unten am Boden. Da, die Brombeerranken zum Beispiel. Oh, weißt du was? Ein feiner Pumuckl-Gedanke. Wir lassen Brombeerranken auf dem Eichbaum wachsen. Also auf dem Ast, auf dem sie sitzen, da rankt und rankt sich ganz viel Brombeere. Und da sticht und sticht die ganze Brombeere. Also eigentlich natürlich viele Stecknadeln auch noch dazu. Und das wird dann ein Brombeer-Stecknadel-Spaß. Ja, also ich weiß nicht recht. Wieso? Aber ich weiß es. Wir tun viele Brombeerranken auf den Baum und wenn die Buben heute nicht kommen, sondern morgen und wir nicht da sind, dann kommen sie auch auf, weil sie sich nämlich stupfen und stechen. Mhm. Und weißt du was? Und sie gehen dann nie mehr auf den Baum, weil sie vorher alle Ranken runtermachen müssen. Und das kann man nur bei Tag und nicht bei Nacht, weil man ja bei Nacht nicht sehen kann. Ja. Und kommen sie bei Tag, dann... Ja, also dann kann sie ja sogar die Frau Reinicke fangen. Ja, nicht schlecht. Ja, das ist sehr gut. Ja, aber das müssen wir nachher schnell jetzt noch machen, bevor es dunkel wird. Aber ich bin doch unsichtbar. Ich kann doch alles machen. Brombeerstacheln an Bäume machen, sollen Buben pieksen, damit sie quieksen. Brombeerstachel, Koboldsrachel. Rache. Ich weiß was Besseres. Brombeerdorn, Koboldszorn. Wuhu! Ihr hättet den Pumuckl sehen sollen, wie er die Brombeerranken um die Äste gewickelt hat. Mit wahrem Feuereifer hat er sich daran gemacht. Und als dann alles recht schön mit Stacheln gespickt war, setzte er sich, mit seinen Stecknadeln bewaffnet, in die Baumkrone. Bei einbrechender Dunkelheit versteckte sich der Meister Eder hinter dem Busch. Frau Reinicke aber hatte inzwischen, wie befohlen, einen recht auffälligen Rundgang durch die Siedlung gemacht, zog sich dann ins Haus zurück und löschte bald das Licht. Es wurde ganz still in der Siedlung. Nur am anderen Ende ertönte ein leiser Pfiff. Was ist? Kommst mit? Du, ich weiß nicht. Hast gesehen, wie die alte Hex durch die Siedlung gegangen ist? Sie ist wieder da. Schon, aber da war doch gestern ein Mann in dem Häusl. Wenn der wieder da ist. Und? Lass ihn doch da sein. Dann hocken's halt jetzt alle zwei da und zittern. Da ist doch der ganze Spaß noch viel größer. Uns kann nichts passieren. Bis die über den Zaun kommen, da sind wir weiß Gott wo. Ich weiß nicht. Ich hab heute kein gutes Gefühl bei der Sache. Ein Schisser bist. Ich werde ein Schisser sein, wo ich doch das ganze Patent erfunden hab. Schon, aber ich hab's nur aufgemacht. Geh zu, Rache muss sein. Die Strafaufgabe, die mir wegen derer Hex vom Lehrer gekriegt haben, das soll sie büßen. Schon. Komm, wenn wir jetzt aufhören, dann war's ja bloß eine halbe Sache.
Gut, gehen wir. Ui, ich freue mich schon. Das gibt einen Mordspaß. Nicht so laut. Und besonders finster. Gut, dass wir den Weg auch blind finden. Schau, die Hexe hat das Licht schon ausgemacht. Wetten, dass sie trotzdem kein Auge zumacht? Sie hat schon zu jemand gesagt, dass sie überhaupt nicht mehr rauskommt aus ihrem Häuschen. Die brummt uns keine Strafaufgaben mehr auf. Psst, ich hab was gehört. Schmarrn. Jetzt sind wir da. Wer steigt drauf? Du oder ich? Heute bist du dran. Gestern hab ich gescheppert. Gut, mach einen Untermann, dass ich raufkomme. Au, Herrschaftszeiten! Was ist? Ich weiß nicht. Ich muss in was Dorniges gelangt haben. Da herum sind plötzlich... Au, schrei nicht so. Au, was war das? Au, au, was ist denn? Au, au. Lass mich runter, au. Ja, euch helfe ich. Halt, Birscher, da bleibst. Und du da drum, du kommst runter, gell? Und zwar sofort. Aber ich wollte dafür... Runter, sag ich. Man darf doch wohl noch auf den Baum raufsteigen. Ist ja außerhalb vom Zaun. Ja, da herausen darf man alles, meinst. Auch einer alten Frau einen Schrecken einjagen. Wir haben ja... Ich hab euer Büchsengespenst schon gesehen. Braucht euch gar keine Ausrede mehr ausdenken. Wir wissen von gar nichts. Au, au! Wenn's nicht gleich runterkommst, wirst so verstochen, dass du morgen nicht mehr sitzen kannst. Ich komm ja schon. So ist recht. Und jetzt, Frau Reinicke, geh, kommst du... Wir haben doch gar nichts getan. Meinst, ich hab nicht gehört, wie du gesagt hast, dass gestern der da gescheppert hat. Und heute schepperst du. So, und jetzt hab ich euch alle zwei. Jetzt kommt's nachher da, Frau Reinicke. Ja, das sind ja die zwei, wegen denen ich beim Lehrer war. Bitte schön, nicht nochmal zum Lehrer gehen. Zum Lehrer? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Zur Polizei wird diesmal gegangen. Aber das war doch bloß ein Spaß. So ein Spaß war das? Jetzt werde ich euch einmal sagen, was das war. Eine ganz hinterfotzige Gemeinheit. Schrecken einjagen ist so viel wie Körperverletzung. Da setzt eine saftige Strafe. Körperverletzung in Tateinheit mit nächtlicher Ruhestörung. Bitte nicht. Das haben wir alles nicht gewusst. So, das habt ihr nicht gewusst. Aber wenn man eure Frau schreckt, das habt ihr recht gut gewusst. Wenn mein Vater das erfährt. Erwatschen tät dir gar nichts schaden. Was sagen Sie, Frau Reinicke? Ich kann gar nichts sagen. Ich bin ganz fertig. Ring's ihnen nicht mehr auf. Die zwei tun ihnen nichts mehr. Die kriegen auf der Polizei viel Zeit zum Nachdenken. Ich verspreche es, dass ich nie mehr tue. Heiliges Ehrenwort, nie mehr. Ja, und wer sagt mir, dass ihr das Versprechen einhaltet? Wir fliegen von der Schule. Bitte, bitte nicht auf die Polizei. Wir wollen alles wieder gut machen. Bitte schön nicht auf die Polizei. So, und wie wollt ihr denn die Angst von der Frau Reinicke wieder gut machen? Hä? Wie hättet ihr das wieder gut gemacht, wenn der Frau Reinicke einen Schlag getroffen hätte oder wenn sie einen Nervenschock gekriegt hätte? Wie wollt ihr die schlaflosen Nächte denn wieder gut machen, sagt's einmal? Ich weiß nicht, aber irgendwas kann man doch tun. Wir graben ihr den ganzen Garten um, wenn sie will. Na, den ganzen Garten, das braucht's ja gar nicht. Aber bei den Hecken vorn, da müsst man umgraben. Ja, das können wir doch machen. Der Komposthaufen gehört umgestochen, habe ich gesehen. Ich steche ihn um, gleich morgen nach der Schule. So. Na ja, das wäre ja recht, ja. Oh mein, das wäre mir schon eine große Hilfe. Gut. Morgen nach der Schule wird angefangen. Wenn das ordentlich gemacht wird, nachher lasse ich Gnade vor Richter gehen. Und Sie sagen nichts dem Lehrer und meinem Vater? Ich schaue mir am nächsten Sonntag eure Arbeit an. Wenn alles in Ordnung ist, dann habe ich nie eine Blechbüchsen in einer Regentraufen gesehen. Dankeschön. Nachher ab, ihr zwei, gell? Vorher aber wird das Gespenst da drum abmontiert, verstanden? Ja. Ist ein bisschen stachelig, der Baum, aber das macht nichts. Und jetzt schleicht's euch, gell? Ich bin ihr ja so dankbar. Sauwurm. So, und jetzt gehen wir. Nein, ich geh nicht. Ich bleib heut Nacht in meinem Häusl hier. Ich hab mit mir ja auch nicht Sie und mich gemeint, Frau Reinicke, sondern mein Kobold und mich. Jetzt, wo Sie mir die Gespenster da heraußen vertrieben haben, wollen Sie mir den Kobold einreden. Nein, nix da, Herr Eder. Ich glaub nur noch an den Lausbuben. Und das reicht mir. Recht haben Sie. Also, auf Wiedersehen, Frau Reinicke. Komm, Pumuckl. Denken Sie an nichts. Der Pumuckl ist auch nichts weiter wie ein Lausbuhr. Aber ein rechter Netter. Also, gute Nacht.
Dann gingen der Meister Eder und sein Pumuckl nach Hause durch die schon nächtlichen Straßen. Der kleine Kobold war natürlich sehr stolz auf seine Hilfe bei der Aufklärung der Gespensterei. Er hüpfte vor dem Meister Eder hin und her und sang. Von Baum und Fenster jag ich Gespenster, jage in Wadeln spitzige Nadeln und auch hoho in den Puppen, nein, und auch hihi ins linke Knie. Nur habe ich leider beim Pieksen alle Nadeln verloren. Die stecken vielleicht noch in dem Hosenboden vom Ludwig. Ja, das macht nichts. Die Buben werden schon wieder raus. Ja, und wenn nicht, dann werde ich, also wenn sie schön gearbeitet haben, dann werde ich die restlichen Nadeln noch einsammeln. Das heißt dann, dass auch ich geruhe, ihnen zu verzeihen. Na, da werden sie aber froh sein, Pumuckl. Ja, da werden sie sehr froh sein. Die Buben haben wirklich pünktlich alle Gartenarbeiten gemacht. Der Meister Eder musste direkt über den Eifer lächeln, mit denen sie sich zu weiteren Diensten anboten. Und ihr dürft mir glauben, dass dieses Lächeln vom Meister Eder auf die Buben und ihr schlechtes Gewissen gewirkt hat wie Sonnenschein nach einem Gewitter. Und ich nehme an, dass sie diese Geschichte nicht so schnell vergessen werden.